Never let them tell you you can't do it. Hard times, but you're gonna get through it. I promise you, cause I've been there. Got up and I put my mind to it. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde. Wir haben heute ein weiteres Video. Und zwar unter anderem mit Janis und mit Daniel. Wir sind jetzt bei Daniel im Home Gym oder beim Home Gym angekommen. Das wird er uns gleich nochmal präsentieren, wie er da aufgerüstet hat. Ich werde heute auf jeden Fall mit Janis zusammen trainieren und wir machen einen kleinen Formcheck. Wie lange bist du jetzt schon auf Prep, Janis? Boah, wir haben gestartet, glaube 24 Wochen out und jetzt haben wir noch, glaube 11, das heißt, es müsste etwa 13 Wochen sein. Ich behaupte, oder ich denke mal, das behaupten wir beide, wir liegen ganz gut im Zeitplan. Also ihr habt vielleicht schon mitbekommen oder könnt es vielleicht erraten, dass ich Janis so ein bisschen bei der Vorbereitung unterstütze. Wir versuchen ihn ordentlich auf die Bühne zu bringen dieses Jahr. Ich denke mal, da liegen wir ganz gut im Zeitplan. Aber ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht, das schauen wir uns gleich an. So Daniel, dann präsentier doch mal, was hat sich hier geändert? Das sieht ja schon komplett unterschiedlich aus hier. Das sieht langsam ein bisschen anders aus. Ja, ich habe ein bisschen ausgebaut. Ich glaube, du warst da, da hatten wir zwei Räume, ne? Aber da war noch das andere Rack da, ne? Genau, da war noch ein anderes Rack da. Genau. Ja, ich habe ein bisschen aufgerüstet. Ich glaube, alles zu erklären wäre ein bisschen lang fürs Video. Aber erstmal einen Raum gemacht, ich habe so eine kleine Powerlifting-Plattform hier noch hingestellt, Beinstrecker etc. war schon da, glaube ich. Eine kleine Wadenmaschine habe ich mir noch geholt in der Ecke rechts. Und jo, ansonsten viele, viele Scheiben. Und dann habe ich noch zwei Räume on top gemacht. Erster Raum war sie so ein kleiner Beinmaschinenraum mit einem stehenden Leckerl. Eine Abduktionsmaschine, eine Adduktionsmaschine und farblich natürlich perfekt abgestimmt, die Hammer Strength, die blaue. Die Schulterpresse, genau. Das habe ich gemacht. Dann anderer Raum. Haben wir einen weiteren. Und zwar gibt es hier den nächsten Raum. Das ist so mein kleiner Rückenraum mit einem Lat Pulldown und einem Ruderzug. Dann die Tiber Row, die war auch noch nicht da. Eigentlich war noch gar nichts da das letzte Mal. Das letzte Mal waren wir in dem Raum, waren wir auch noch gar nicht gewesen. Nee. Ein paar Hanteln hattest du schon. Ein paar Hanteln hatte ich schon, genau. Aber habe jetzt auch nochmal so 2,5 bis 30 noch zusätzlich geholt. Habe noch ein paar Griffe geordert, so die Mac-Griffe etc. Dachte ich, ein gutes Home Gym darf ja auch nicht ohne Mac-Griffe ausgestattet sein. Und dann der letzte Raum. Und das ist so der größte Raum. Da habe ich dann auch noch ein paar kleine Maschinen geordert. Einmal eine Hacksmith bzw. eine Hackenschmidt. Dann die Beinpresse, 45 Grad Beinpresse. Eine Incline Chest Press, ähnlich der von Hammer Strength. Eine stehende Brustmaschine. Hinten den Dual Pulley, der war ja das letzte Mal. Der war schon da, ja. Hier in White Lat Pulldown von Hammer Strength, um die Latschwäsche ein bisschen zu verbessern. Und noch eine unilaterale Beinpresse. Genau. Also und was alle wissen wollen natürlich, was hast du bezahlt? Ja, die sollten auf jeden Fall mein YouTube-Video gucken, so teuer war mein Home Gym. Nee, es war jetzt ungefähr Pi mal Daumen doch 30.000 Euro. Ja, das kann man sich mal gönnen, ne? Kann man aber man muss auch sagen, du wirst hier zukünftig wesentlich trainieren. Ne? Jo, genau. Erstens das. Zweitens ist es auch Teil von der Arbeit, weil ich halt auch öfter mal Klienten jetzt mittlerweile hier habe. Auch viel Posing hier mache und so weiter und so fort. Da muss ich natürlich auch nichts mehr irgendwie organisieren, wenn dann hier halt mal jemand hier ist. Und ich habe hier meine Ruhe und ich muss nichts für die Räumlichkeit irgendwo auch bezahlen, ne? Weil es bei uns auch so mit drin ist. Ja. Ja, genau. Das sieht stabil aus. Janis, ich würde sagen, hier können wir dann noch einigermaßen trainieren, oder? Ja. Also mein Home Gym, das besteht aus einer Longhantel, Gewichten, einem Rack, improvisierten Kabelzügen, so mit so Kletter-Umlenkrollen und zwei, drei Griffen und so Kurzhanteln, die man schrauben muss. Also kleines Upgrade hier. Also ganz kleines. Kleines, so ja. Eine Maschine 2 mehr hat es schon. Okay. Dann wollen wir mal loslegen.
Never let them tell you you can't do it. Hard times, but you're gonna get through it. I promise you, cause I've been there. Got up and I put my mind to it. They told me no, but I told them yes. And I used to feel all alone, so depressed. But I fought back, now I smile again. If I ever fail, I'ma just try again. And I felt pain that I thought it'd never end. But I prayed long and I played my cards. Then the stars aligned, cause I worked hard. Then God went and threw me a curveball. I still swung, hit a home run. I look fear in the face, I don't run. I seen that, but I'm still blessed. I come from a world of no love. I'm hustling off of my family. Boy, I never had nothing handed me. People done shit to me, you can't believe. Back in high school, bitches were laughing me. Now they're hitting me up, saying what's up. Do you remember me? I'm trying to fuck. Nah, I don't fuck with you. With the struggle hard, gotta hustle harder. Put me in the game, I'm the fucking starter. I'm the man in my city like Peter Parker. My only role model is my mom and father. I'ma pay their bills, stack that bread. So much damn shit going on in my head. Used to think that I'd be better off there. Then I realized every day is a blessing. So, dann legen wir doch mal direkt los mit dem Formcheck. Ich würde sagen, gehen die Posen mal ein bisschen durch, ne? Wie soll man sagen? Proper relaxed. You never fail till you stop trying. Soon I'ma be in your top five. Sometimes I wish I could stop time. Tell me God why the pac die. Do I have to die young to become a legend? Cause I don't really wanna fucking die right now. Every single day in my life I'm stressing. I've been working hard, it's my time right now. I bled first and I shed tears. I'll be a household name by next year. I ain't give a shit when I'm in fear. I'm better turn it up into next gear. I do things that I shouldn't. I did what they said I couldn't. I'm still with the same team that I came up with. Not like Drew Gooden. God would never put you through a situation that you can't deal with. I know when I speak y'all feel it. My cup's low, can you feel it? I'm pouring up for my loved ones and my dead friends that ain't make it. When life get hard and it get rough and you feel like you can't take it. Search deep down inside, find a last bit of hope. Hattest du nochmal mit der Waage umgeübt? Waage umzuziehen? Also dass du, wenn du in die Pose reingehst, erst die Waage umziehst, um dich hier im Chor noch ein bisschen dünner zu machen, weil das ist halt einen ultimativen Kontrast, wenn du die aufgezogen bekommst. Als Sidechest ist mittlerweile auch schon deutlich besser geworden. Aber im Chor müssen wir nochmal gucken. Also entweder hältst du ihn flach oder du bist halt wirklich in eine Waage reingezogen. Ja. Weil wenn du so die ganze Zeit atmest, dann verhaust du dir ein bisschen die Linie von der Seite. Blut dezent flexen. Find the last bit of hope. This life went hell of a ride. I'm hanging on by a rope. Then God sent me a sign. Said carry on with your day. Just stop stressing and tripping. Take a breath, it's gonna be okay. Rest. Besser. Hier kannst du dich eigentlich noch ein bisschen mehr, das will ich noch ein bisschen mehr hier hinhalten, dass du den Swipe hier von der Seite für einen kompletten Schwung zeigen kannst. Ne? Ja, besser. Also, wenn du hier so ein bisschen aufmachst, es wirkt halt so viel ästhetischer. Und hintere Brust mitnehmen. Crab Pose. Ich würde auch beide machen. Also sie sehen beide brutal aus und dann kann man halt auch beide einfach machen. Zumal man die tendenziell eh ein bisschen länger halten muss. Hier ist es immer schwieriger, so einen Latissimus gut aussehen zu lassen. Und gleichzeitig die Bauchmuskulatur flex. Das sieht aber schon ziemlich gut aus. Kommt trotzdem gut, ja. Also bei den meisten fällt, ja, wenn du richtig Pump hier. Wenn du Pump hast in den Schultern, siehst du vielleicht dreimal krass, also Pump, Schulter, Arme. Also wir haben noch ordentlich ein paar Wochen Zeit. Also ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von seiner Form haltet. Aber wir müssen nicht mehr so viel runter. Ich müsste jetzt nochmal in den Plan gucken. Das waren. Also diese Woche habe ich jetzt knapp über 90,2, 90,1 Wochenschnitt. Genau, wir hatten gesagt, irgendwo bei 86,5, 87 Kilo roundabout müssen wir hin.
wir haben noch ordentlich ein paar Wochen Zeit, also wir sollten ganz gut im Zeitplan liegen. Wir nehmen wahrscheinlich auch so ein bisschen Tempo raus, weil das Gewicht ganz gut runtergegangen ist jetzt in letzter Zeit und die Messungen ganz gut aussahen vom Körperfettanteil. Letzte Messung, schon ein paar Tage her, da war es ungefähr bei roundabout 9% Körperfettanteil. Und damit wir nicht zu früh zu tief sind, weil man könnte Jannis jetzt natürlich weiter runter diäten und sagen, okay, dann sind wir schon fertig. Aber ja, wie heißt es, nach trocken kommt flach oder dünn? Dünn, glaube ich, ne? Dementsprechend ist natürlich die Gefahr irgendwann einfach da, dass ihm so kacke geht, dass die Performance leidet und dann letzten Endes irgendwo Lean Body Mass abgebaut wird. Dementsprechend wäre es eher kontraproduktiv und deswegen gehen wir da so ein bisschen. Lieber jetzt noch ein bisschen gegensteuern. Ja. Bei letzten Körperfettanteil und Refeed fühle ich mich echt gut. Also auf Diät auch noch okay, natürlich, aber so, wenn ich halt noch weiter runtergehe und dann einen Diet Break mache, bringt der Diet Break halt Gefühl für das Wohlbefinden nicht mehr so viel wie jetzt zum Beispiel. Ja. Weil bis jetzt bist du ja echt gut runtergekommen und brauchten bei Jannis fast von den Kalorien her wenig verändern. War mal ein Ticken tiefer, sind dann wieder nach oben gegangen, weil halt ansonsten zu viel das Gewicht zu schnell nach unten gegangen wäre. Dementsprechend war es bis zu diesem Punkt. Er ist auch nicht so hoch gestartet vom Körperfettanteil, muss man an der Stelle auch sagen. Relativ entspannt. Ja, doch. Ohne größere Komplikationen. Posing wird auch immer besser. Also im Gegensatz zum Anfang ist das schon ein Weltenunterschied. Vielleicht da gebe ich noch einen Spiegel jetzt hätte. Also noch ein bisschen. Man muss es jetzt noch üben, ohne Spiegel auch, so die Posen. Ja. Manchmal mache ich so, dass ich mir die Augen schließe und so alle Körperpartien ein bisschen so reinfühlen versuche. So, wie fühlt sich's an? Ich schaue zuerst, Pose, Augen zu, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an. Versuche mir dann das Gefühl einzuprägen, wie sich die Pose anfühlt, wenn sie gut ausschaut. So mache ich das meistens. Das habe ich jetzt noch praktisch gar nicht gemacht. Ja, also zum einen müssen wir jetzt üben, dass er die Posen länger hält. Also gerade so seitliche Trizepspose war am Anfang gefühlt ungefähr eine halbe Sekunde gehalten und das wird jetzt immer besser von der Dauer und das müssen wir immer weiter erweitern. Und was man natürlich auch machen kann, erst Spiegel halt klar anfangen, damit man so das Feedback hat, okay, wie sieht es überhaupt aus. Dann vielleicht auch blind reingehen, ne? Dann gehst du jetzt rein und machst dann die Augen zu. Kann natürlich blind reingehen, dann schauen, okay, wie sieht's aus und dann nachher später sagen, okay, komplett ohne Spiegelfeedback einmal durchgehen und dann am Ende erst betrachten per Video oder so. Also ich bin auf jeden Fall super zufrieden, was die Form angeht. Da bin ich froh. Also da bin ich ich war auch ganz heiß drauf, als Jannis angefragt hat, das mit ihm dieses Jahr zu machen. Aber ich denke mal, da kommt was sehr, sehr Delikates auf uns zu, was die Endform angeht. Yes. Dementsprechend will ich jetzt auch nicht weiter vom Post-Workout-Meal abhalten. Dementsprechend geht es jetzt für uns los. Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen grillen und dann... Jetzt darf ich essen, jetzt hast du gesehen. Wir bleiben trotzdem mit Kilokalorien. Ne? Ansonsten wird der Diet Break wieder gestrichen. Dementsprechend, meine Freunde, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr von Jannis Form haltet. Kommentiert, wenn ihr kommentieren und so und ansonsten den Hashtag YouTube Algorithmus Kommentar. Ich finde gut und wir sehen uns im nächsten Video.